Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Charles & Co., die Finanzmarktanalyse. Das Börsenjahr 2015 ist noch jung, hatte aber schon so manche Überraschung für uns parat. Der Tsunami am Devisenmarkt, als die Schweizer Notenbank den Mindestpreis des Franken gegenüber dem Euro aufgegeben hat, die neuen Rekordstände am deutschen Aktienmarkt und nun die historische Sitzung der Europäischen Zentralbank. Jede Menge Gesprächsthemen und ich bin gespannt, wie unser Finanzmarktexperte Jochen Stanzel von Gottmut Trader diese Themen einordnet. Herr Stanzel, die Sitzung der Europäischen Zentralbank ist zweifelsfrei das Wochenhighlight und es könnte auch eine historische Sitzung werden. Die Aufkäufe der Notenbank sind für den einen oder anderen schon ausgemachte Sache. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, eine Überraschung ist, die Wahrscheinlichkeit heißt eher, dass er die Erwartungen unterschreiten wird. Das könnte zumindest passieren, weil da die Messlatte letztendlich schon sehr hoch liegt für das, was da jetzt kommen wird. Wir haben ja im Oktober quasi diese Erwartungshaltung angefangen einzupreisen. Wenn wir uns zurückerinnern, im Oktober sind wir ja deutlich in eine Korrektur reingegangen. Da war die Ukraine-Krise, die Märkte haben sich da auf dieses Thema eingeschossen, was da so alles passieren könnte. Und das war auch ein Zeitpunkt, wo Mario Draghi sich zurückgehalten hatte. Er hat nicht den Markt gestützt, er war nicht da und hat sich nicht geäußert, bis der DAX dann irgendwo bei minus 2000 Punkten fast stand. Und dann kam er und hat gesagt, er wird alles tun, um den Euro zu retten. Entsprechend hat er das dann immer wieder bestätigt über die letzten Monate hinweg, über den Jahreswechsel. Und die Erwartungshaltung ist jetzt extrem hoch, dass also hier eine weitere Billion Euro quasi in den Markt gegeben wird, dass er quasi Staatsanleihen kaufen wird, vielleicht auch andere Basiswerte, um die Bilanz der EZB, die ja deutlich geschrumpft ist, wieder auszuweiten, um da quasi die Inflation nach oben zu heben. Das ist die offizielle Begründung. Inoffiziell hat das jetzt Jürgen Stark zum Beispiel auch gesagt heute, dass das letztendlich nur ein Feigenblatt ist mit der Inflation, sondern dass man damit eigentlich eine direkte Staatsfinanzierung machen möchte. Wie viel Potenzial hat der DAX noch? Er notiert bereits nahe seinem Rekordniveau und die EZB-Sitzung dürfte doch auch schon eingepreist sein. Das ist das große Problem, wenn eben, wie Sie richtig sagen, Dinge schon eingepreist sind, die dann kommen. Da ist meistens danach eine ziemliche Ernüchterung. Wir sehen ja derzeit alles, dass alles gleichzeitig steigt. Wir haben steigende Anleihen, wir haben steigende Aktien, wir haben einen steigenden Goldpreis. Und es wird so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip verfahren. Wenn Sie jetzt ein Vermögensverwalter sind und Sie haben im Rücken die Entscheidung der Schweizer Nationalbank, die eine große Überraschung war, und vor Ihnen steht quasi eine weitere, fast schon historische Zentralbankentscheidung aus Frankfurt, dann versuchen sie möglichst breit zu streuen, dass einzelne Basiswerte, die da massiv beeinflusst werden könnten, nicht ihr Depot zerreißen können. Also wird ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip angelegt derzeit, weil man einfach nicht weiß, was wird denn da schwarz auf weiß dann wirklich dastehen am Ende vom Tag. Wir wissen es Donnerstag dann 14:30 und später nach der Pressekonferenz, da wissen wir dann, wie sieht das Ganze aus? Wie ist das Programm ausgestaltet? Und dann wird man das wirklich hier Zeile für Zeile analysieren und durchgehen. Und dann kommt da meistens auch ein bisschen so Sell on the Good News, ein bisschen Ernüchterung, einfach der Kater nach der Party. Und ich denke, dann wird sich auch herausstellen, was ist denn wirklich bleibend bullisch, was ist bleibend bärisch. Meiner Ansicht nach ist der DAX bei Korrekturen weiterhin bullisch. Gold bei der Erholungsbewegung, die wir aktuell sehen, würde ich die Stärke eher versuchen zu verkaufen. Die Talfahrt der Ölpreise wird mal als Konjunkturprogramm bejubelt, dann als Vorbote einer schwächelnden Konjunktur wieder für Kursverluste verantwortlich gemacht. Denken Sie, dass die Ölpreise jetzt einen Boden gefunden haben oder dass die Talfahrt in Kürze wieder fortgesetzt wird? Ja, das sorgt auf jeden Fall für Verwirrung, was hier den Ölpreis angeht. Nicht nur die Ölhändler, die ja direkt mit den Fässern handeln, ab dem Hafen, wo es dann transportiert wird und so weiter, sondern auch der gesamte Markt muss sich auf diese neue Situation einstellen. Und man weiß nicht so recht, wie geht man jetzt mit dieser Situation um. Eines kann man sagen, Futures-Märkte, und das zeigt auch das Jahr 2008, 2009, der Zusammenbruch der amerikanischen Banken, der hat ja dazu geführt, dass der Ölpreis das letzte Mal von 150 auf 30 Dollar gefallen ist. Und da gab es keine großen Bärenmarkt-Rallys und Unterbrechungen dazwischen. Etwas Ähnliches haben wir jetzt aktuell auch. Wenn wir uns die Angebotssituation mal anschauen,
Das Vergleich mit damals, nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Banken hatten wir eine weltweite Rezession, die Nachfrage deutlich zurückgegangen. Damals sind die weltweiten Lagerbestände um 210 Millionen Barrels angestiegen. Jetzt im letzten Jahr, durch das hohe Angebot, dadurch, dass die OPEC hier auch nicht nach unten reguliert hat, was die Fördermengen angeht, sind 265 Millionen Barrels zusätzlich in die Lager gewandert. In diesem Jahr werden es nochmal 186 Millionen Barrels sein. Also fast das Doppelte dessen kommt jetzt an Überangebot, an unverkäuflichem Öl auf dem Weltmarkt im letzten und diesem Jahr, als es damals nach dem Zusammenbruch der amerikanischen großen Banken der Fall war. Bedeutet, wir müssen theoretisch im Jahresverlauf, wenn die OPEC hier nicht sich irgendwie anders das Ganze überlegt und hier einen Kurswechsel macht, sogar unter die 40 Dollar nochmal gehen in Richtung der 33. Und dann wird es spannend sein, ob diese Unterstützung hält. Paukenschlag am Devisenmarkt. Die Schweizer Notenbank hat mit ihrer Entscheidung den Euro gegenüber dem Schweizer Franken massiv abgewertet. Wie könnte es hier weitergehen? Also das Schwierige in diesem Jahr wird sein, dass alles von den Zentralbanken abhängt. Und wir haben ja auch letztes Jahr sehr viel geredet und gesprochen, auch in der Sendung und alle anderen, die Märkte beobachten. Was wird denn jetzt die US-Notenbank weiterhin machen? Was wird die EZB weiterhin machen? Was kommt aus Japan als nächstes? Und die Entscheidung jetzt hier in der Schweiz hat auch gezeigt, dass man es im Vorfeld nicht wirklich prognostizieren kann, was da an Entscheidungen kommt. Meiner Ansicht nach ist der Schweizer Franken ja eine Fluchtwährung. Heißt, wenn wir jetzt wieder eine kriselnde Stimmung bekommen in der Eurozone, wenn jetzt Mario Draghi zum Beispiel enttäuscht und wir haben es zu tun mit einer Fluchtbewegung aus dem Euro in andere Währungen, dann ist der Schweizer Franken natürlich eine Anlaufstelle. Obwohl er jetzt schon deutlich aufgewertet hat, kann ich mir dann vorstellen, dass er weiter aufwertet. Aber wie gesagt, das ist extrem schwierig, für mich fast unmöglich einzuschätzen, wie das weitergehen kann mit dem Schweizer Franken, weil man muss sich merken, er ist eine Fluchtwährung. Wenn es kriselt in der Eurozone, dann dürfte der sogar noch weiter steigen. Sollte das nicht der Fall sein, dann dürfte die EZB-Entscheidung eher für eine Beruhigung sorgen. Bedeutet, wir werden hier in Richtung Parität, vielleicht 1,05 in diesem Bereich dann auch uns einpendeln. Jochen Stanzel, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und viele Grüße nach München. Liebe Zuschauer, soweit unser Finanzmarktexperte, der davon ausgeht, dass die Notenbanken auch in diesem Jahr wieder ganz klar den Takt an den Finanzmärkten angeben werden. Und wir sind natürlich gespannt, wie die Sitzung der Europäischen Zentralbank dann tatsächlich ausfällt und vor allem, wie die Finanzmärkte darauf reagieren. Soweit unsere aktuelle Ausgabe. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder einschalten, wenn es heißt Charts & Co., die Finanzmarktanalyse.